ersten Mal im Startplatz. Wie kam es dazu? Ja, schuld ist eigentlich Facebook, denn über Facebook habe ich von diesem Startplatz das erste Mal gehört, vor gut einem halben Jahr. Und dann bin ich einfach mal vorbeigefahren auf einem Event, habe mit dem Lorenz Gräf gesprochen und es war mir sehr sympathisch und irgendwann habe ich mal gefragt, ob wir nicht mal hin können. Ne? Und heute hatten wir eine Präsi von Fabian aus Bonn. Warum ist sowas wichtig? Einfach um den Leuten interessante Themen und neue Themen aus der Branche rüberzubringen. Und der Vortrag heute war auch wieder sehr gut. Fabian macht das immer sehr amüsant. Okay. Wie viele Leute waren denn jetzt heute Abend da und wie wertest du jetzt den heutigen Stammtisch? Also in Xing angemeldet waren 80 plus die Kollegen hier vom Startplatz, die hier noch vorbeigekommen sind. Ja, wir machen das ja jetzt schon 4 Jahre. Der Kölner Stammtisch ist eigentlich so gewachsen, dass man sich nur im Brauhaus getroffen hat und da getrunken hat und genetworked hat. Und wir haben jetzt das, ich glaube, das 4. Mal oder das 3. Mal Vorträge, ne? Du bist immer dabei gewesen? 3. Mal, glaube ich, ne? Nicht immer, aber ich glaube 3. Mal. Das 3. Mal haben wir, glaube ich, Vorträge, kommt ganz gut an. Klar, ist immer so ein bisschen Deckmantel, wir gehen dahin, weil wir da was lernen. Aber im Endeffekt ist hier, steht ja ganz klar Networking im Vordergrund. Aber trifft man jetzt auch Leute, die vielleicht nicht aus der SEO-Szene sind, mit denen man noch in andere Gespräche kommen kann, die vielleicht auch mal an dieser SEO-Szene kratzen? Kriegst du da was mit, Daniel? Ja, das ist immer ein bisschen gemischt. Also teilweise aus normalen Werbeagenturen oder Webagenturen. Heute ist jemand vom WDR noch hier. Also da tut sich immer so ein bisschen was, dass ein paar neue Gesichter vorbeikommen. Das macht es schon. Ja, genau. Also ich habe jetzt hier das erste Mal die Möglichkeit gegeben zur Vorstellung. Navina beispielsweise, die Bekannte vom WDR, die betreut da das ganze Facebook-Thema. Sie betreut die Facebook-Fanpages und sie will natürlich auch hier reinschnüffeln, was machen die Jungs denn da eigentlich im SEO, weil alles hat natürlich einen Impact und das hat sich auch bei den Brands halt rumgesprochen und deswegen strömen die auch hin. Ich habe gerade schon draußen mit jemandem gesprochen, der hat mich gefragt, hey, wie machst du eigentlich dein Linkbuilding? Was ich halt total geil finde, die Frage, was ich immer sage auf jeder Konferenz, frag doch genau die Frage. Und er hat sie halt gefragt, total cool, hat natürlich direkt einen Tipp bekommen und das finde ich halt so charmant hier dran, dass man halt auch wie an jeder anderen Konferenz in der Szene halt einfach ganz offen fragen kann, wenn man was wissen will oder ein Problem hat. Deswegen soll man dann hier hinkommen, hier ist es halt umsonst. Gell? Ich mach's doch ganz so.